besonderen Wunsch eines Abonnenten zeige ich euch heute ein schnelles und einfaches Video darüber, wie das Silikonband bei den Sinnuhren schnell und einfach zu wechseln ist. Aufgrund der durchbohrten Hörner ist das Entnehmen des Bandes relativ einfach, das zeige ich euch nicht, da sollte es wirklich überhaupt keine Probleme geben. Aber das Silikonband wieder einzufügen, das scheint doch dem einen oder anderen eine Aufgabe zu sein und ein gewisses Problem darzustellen. Und deshalb möchte ich mich dieses Themas heute annehmen. Wichtig ist zunächst einmal zu sagen, dass es für das Silikonband spezielle Federstege gibt, denn die Silikonbandenden haben ein Titanröhrchen verbaut. Mal gucken, ob ich es rausdrücken kann. Ne, geht aber nicht, kriege ich nicht hin. Aber es ist ein Metallröhrchen und dieses Metallröhrchen ist aus Titan. Man sieht es auch daran, dass die Enden sehr steif sind. Man kann sie also auch nicht biegen. Und um Rost zu vermeiden, gibt es dafür spezielle Federstege, die auch die Außenhülle aus Titan haben, sodass sie mit dem verbauten Röhrchen nicht so schnell reagieren. Das ist wichtig zu wissen. Die Röhrchen sind so gearbeitet, dass die Federstege perfekt passen, sollten also auch nicht leicht rausrutschen, sondern einen gewissen Widerstand haben und somit relativ festsitzen. Normalerweise würde ich ein Band immer so einsetzen, dass ich den Federsteg auf einer Seite etwas weiter herausstehen lasse, dann in das Loch einsetze und das Band dann zwischen die Hörner einfüge. Das geht bei dem Silikonband aber nicht, weil das so passgenau gearbeitet ist. Das heißt, ich setze das Silikonband genau zwischen die Hörner, sodass die Federstege auf beiden Seiten auf den Hörnern aufliegen. Um die Hörner dann entsprechend, um die Federstege dann entsprechend zu verbauen, nehme ich den Pin-Ausdrücker, diese kleine Nadel, und drücke zuerst auf der ersten Seite den Federsteg unter das Horn. Er rastet dann noch nicht in das Loch ein, aber ich habe ihn unter das Horn gedrückt. Ja, ganz rein geht noch nicht. Dann muss die Uhr gut festgehalten werden. Ich halte mit dem Zeigefinger das Silikonband von unten, mit dem Daumen von oben, mit den anderen Fingern die Uhr. Und jetzt wird der Federsteg auf der anderen Seite ebenfalls nur unter das Horn gedrückt. Da das Silikonband flexibel ist, kann ich es jetzt mit etwas Druck so bewegen, dass die Federstege höher und fühlbar einrasten. Das Band ist sicher montiert und so sollte es eigentlich überhaupt kein Problem sein. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Tschüss!